Gut, wir waren bei der Siegelrechtewahl. Warum müssen wir das überhaupt machen? Na, die Erklärung ist ziemlich einfach. Wenn man sich irgendein Siegel nimmt oder eins macht und im Prinzip damit einen Fantasieausweis siegeln würde, das ist als Straftat, Strafgesetzbuch, strafbar. Wenn man natürlich eine Mehrheitsentscheidung in einem Siegelgebiet erwirkt hat, kann man das Siegel natürlich verwenden und kann natürlich ordentliche Heimatscheine, ordentliche Ausweise ausstellen. Ja? So. Jetzt ist die Frage, welches Siegel gilt. Das ist eigentlich einfach zu beantworten. Man muss gucken, wo man sich befindet, also wo die Wahlkommission, die also die Wahl organisiert, ihren Sitz hat. Man muss gucken, ob es da eine Gemeinde gibt, die ein Siegel hatte. Das wäre das erste Siegel, was man braucht. Und das zweite Siegel wäre der jeweilige kaiserliche Bundesstaat, der am 27.10.1918 entstanden hat. Und diese zwei Siegel müssten gewählt werden. Ja. Und da müsste sozusagen einen Flyer gemacht haben, wo die zwei Siegelabbilder drauf sind und darüber abgestimmt werden, dass die Wahlkommission, die für dieses Siegelgebiet zuständig ist, das Recht erhält, um ordentliche staatliche Dokumente zu siegeln. Und wenn das erledigt ist, dann kann man im Prinzip in dem vorhandenen, ja, sagen wir mal, Weimarer Blick, Reisepass hinten reinstempeln, dass die Staatsangehörigkeit des Bundesstaates besteht, derjenige dann sozusagen nach Russland Deutscher ist. Da werden das viele sagen, ja, aber das Russland ist da aufgehoben worden, hier im Bundesgesetz, bla bla bla. Jetzt müssen wir überlegen, was ist denn der Bund? Der Bund ist im Prinzip ein Zusammenschluss von etablierten Parteien und Parteien sind nicht rechtsfähige Vereine mit einem besonderen politischen Auftrag. Wenn ich nicht rechtsfähig bin, kann ich gar nichts verfügen. Und ich kann vor allen Dingen als Partei auch kein kaiserliches Recht aufheben. Ja, in der Monarchie wird immer der Staat durch einen Monarch vertreten. So, und zum Zeitpunkt des Kriegseintritts vom Ersten Weltkrieg war Deutschland nun mal eine Monarchie. Das heißt, der Kaiser und der damalige Bundesrat war zusammengenommen der Staat. Ne? Der Kaiser hatte auch nicht die Befugnisse, in Alleinherrschaft alles zu bestimmen. Da gab es auch im Vorfeld schon Regularien, dass auch der damalige Reichstag einberufen wurde und sozusagen an der Ausbildung der damaligen Gesetze aktiv mitgewirkt hat. Wer es nicht glaubt, ruft sich einfach mal bei 1000dokumente.org oder so die Entstehung des Paragraphen 1 des BGBs auf. Das ist also 1900, Jahrhundertwende. Damals eine umfangreiche Diskussion entstanden, nur um den Paragraph 1, die natürliche oder. Rechtsfähigkeit beginnt mit der Geburt. Ja, also dort den Paragraph 1 gibt es umfangreiche Abhandlungen. Zu 300 Seiten alleine haben die nur über die Formulierung von dem Paragraphen 1 und der Untersache diskutiert. So, also das gab es alles schon. Aber letztlich muss im Prinzip, wenn so ein Gesetz ausgefertigt wird oder irgendwas gelöscht wird, der Kaiser das aussertigen. Und ohne seine Aussertigung sind das immer nur Entwürfe. Das heißt, das Stack der Bundesrepublik ist ein Entwurf, das kaiserliche Gesetz zu verändern. Das Problem ist nur, dass die Bundesrepublik diese Entwürfe als laufendes Gesetz nimmt und damit Wahlen veranstaltet. Und mit diesen Wahlen sich die Legitimation rausnimmt, wie so ein Kaiser über dem Volk zu herrschen, aber nicht das kaiserliche Gesetz einzuhalten. So, genau aus dieser Sache entstehen die ganzen Schwierigkeiten, dass UBIKs entschieden werden, obwohl man eine UBIK einfach nur auf einen Schiff oder ein Flugzeug machen kann, das eine Berechtigung hat, den Bundesadler zu sein. Natürlich darfst du natürlich in einem Flugzeug nicht parken oder auf dem Schiff nicht parken, das ist ja klar. Ja, aber außerhalb hat es keinen definierten Geltungsbereich. Ja, und wenn ein Gesetz keinen Geltungsbereich hat oder das Einführungsgesetz im Falle des UBIKs gelöscht worden ist, dann ist es nicht vorhanden. Ja, gut, aber die Bundesregierung interessiert sich nicht, weil sie einfach keine ordentliche Rechtspflege betreibt. Ja, die sagt eben, ja, es ist ein Rechtsstillstand, aber erklärt nicht, wie er zustande kam und wie man denn damit umgehen müsste. Umgehen kann man ganz einfach damit, indem man die Rechtsetzung vom 27.10.1918 so lange wiederholt, bis alle eingebürgert sind. Und mit allen Eingebürgerten kann man auch Wahlen veranstalten. So, man muss bloß unterscheiden. Haben wir jetzt einen Staatsangehörigen, haben wir einen, der ein Aufenthaltsrecht hat, oder haben wir Illegale? So, das sind die drei Entscheidungen, die zu treffen sind. Wobei diejenigen, die einen Aufenthaltstitel haben, noch zu unterscheiden sind, sind es Gewerbetreibende oder sind es Touristen? So, also hätten wir im Prinzip vier Möglichkeiten, um die Bevölkerung, die hier lebt, zu klassifizieren. Und das müsste gemacht werden vor jeder Wahl, ne, weil ja, immer Leute auswandern, neue dazukommen, neue geboren werden, jemand verstirbt oder was weiß ich.
muss das Wälderregister jedes Mal geprüft werden. Es gibt aber in der ganzen Bundesrepublik kein Gesetz, das die Gemeinde dazu verpflichtet, genau das zu machen. Weil Gemeinden sind auch eine Untergliederung der Parteien. Die Länder, die Freistaaten sind im Prinzip Untergliederung eines Parteikonstrukts. Und wenn das Parteikonstrukt nicht rechtsfähig ist, ist dessen Untergliederung auch nicht rechtsfähig. Weil aus einem Huhn wird immer nur ein Huhn und aus einer NGO wird immer nur eine NGO. Aus einer Firma kann man immer nur eine Firma ableiten. So, man kann nicht, dass die untergeordnete Instanz mehr Rechte hat wie die übergeordnete. Das funktioniert nicht. Ne? Wenn das das übergeordnete Konstrukt und eine nicht rechtsfähige Organisation ist, sind alle Untergliederungen, auch wenn die sich Bundesländer nennen, nicht rechtsfähig. So, und da haben die sich einfach ein Gesetz gemacht, zu sagen, ja, die nicht rechtsfähigen Organisationen werden ja für das, was sie tun, also wenn sie Gesetze übertreten oder irgendwas machen, nicht bestraft. Wie kann denn sein, dass zum Beispiel jemand, der eine Straftat begeht, weil Rechtsbeugung ist immer eine Straftat, sich selber ein Gesetz schaffen, damit er für die Rechtsbeugung nicht bestraft wird? Das ist Unsinn, ne? Also wenn die Räuber untereinander sich aufmachen, ja, wir tun jetzt eine Bank überfallen, aber keiner wird dann von dem Banküberfall bestraft, weil wir legen das einfach mal fest, bevor wir die Bank überfallen. Das ist das, was die Weimarer Republik im Bord G macht, auch die Bundesrepublik. Kann nicht funktionieren. Ne? Dieses Gesetz ist ein Nullum, weil es müsste vom Kaiser ausgefertigt sein. Und das Bord G hat kein Ausfertigungsdatum aus dem Kaiserreich. Also ist es vorhanden, nicht vorhanden. Dass natürlich Notstandsleiter sich Regeln machen müssen, um dem Notstand Herr zu werden, ist klar. Aber wo haben wir denn hier einen Notstand? Ein Notstand ist, dass der Bundestag nur eine reine Schwatzbude ist und dass sie sich mit Problemen befassen, die wir eigentlich gar nicht haben. Aber mit den Problemen, die wir haben, nicht arbeiten. Zum Beispiel die Wiedereinbürgerung. Der Friedensvertrag von Brest-Litovsk, Artikel 8, sieht ja vor, dass bei einem Krieg alle Kriegsgefangenen, die im Krieg waren oder als Kriegsgefangene behandelt werden, in der Heimat zurückgeschickt werden müssen. So, und wenn wir alle betroffen sind von dem Ersten Weltkrieg, weil der ja noch läuft, obwohl wir alle keine Uniform haben und keine Pickelhaube, aber von dem Krieg getroffen sind, weil wir uns in einem Kriegsgebiet aufhalten, die müssen in der Heimat zurückgeschickt werden. In der Heimat zurückgeschickt wird man mit dem Heimatschein. So, und solange wie ich keinen Heimatschein habe und auf dem Heimatschein in meinem Bundesstaat eingetragen ist, ist das Verwaltungskonstrukt Bundesrepublik für seine Kriegspflichten, die es nun mal hat als Verwahrstaat, ist dem nicht nachgekommen. So, und da kann ich auch nicht wählen. Ja, wenn die meisten noch nicht in der Heimat sind, kann ich nicht wählen. Und das ist das Problem. Und deswegen brauchen wir eine Siegelwahl und eine Wahlkommission, die erstmal unterscheidet, wer gehört denn wohin. Also wessen Eltern können herleiten, wie nach Rostock, also in Bundesstaat geboren. So, das sind mal wegen der eine Elternteil ist aus dem Norden, der andere aus dem Süden. Und das Kind übernimmt jetzt die Staatsangehörigkeit der Eltern, in dem Fall der väterlichen Linie. Ne? Wenn die nicht da ist, weil zum Beispiel Adoption vorliegt und das Kind mit der Volljährigkeit zugestimmt hat, nach kaiserlichem Recht müsste das Kind mindestens 25 sein, also verendete 25, 26 Jahre, bevor du einer Adoption zustimmen kannst. Also eine Adoptionsgeburtsurkunde mit 4 Jahren ist ungültig. Weil die müsste mindestens noch einen Eintrag haben, dass das Kind der Adoption zugestimmt hat. Wenn nämlich ein Eltern da aus Österreich-Ungarn ist, würde ja die Staatsangehörigkeit nach Österreich-Ungarn umgetragen werden. Bei mir wäre es so. Ja, wenn die Adoption Knitsch greifen würde, würde ich Österreich-Ungarn sein. Ansonsten würde ich wegen der anderen Linie entweder nach Spanien oder nach Rostock-Chemnitz kommen. Aber den Verwaltungsakt kann keiner machen, weil der Amtmann fehlt, der das entscheidet. So, wenn ich sagen würde, ich will den Namen Müller behalten, mein Geburtsname, dann würde die väterliche Linie greifen, wäre schon nach Chemnitz-Rostock-Deutscher. Wenn ich sagen würde, ich will die Adoption anerkennen, dann würde die väterliche Linie vom Vater greifen, dann wäre ich Österreich-Ungarn. So, na gut. Jedenfalls muss es mal eine Klärung geben. Und jetzt ist die Frage, wer das entscheidet. Dann haben wir uns überlegt, es müsste ja abgesichert sein, dass dabei keine Fehler gemacht werden können. Weil nicht jeder hat das gleiche Wissen, manch einer übersieht es auch, weil nicht nochmal nachguckt, ob das Siegel überhaupt aus der richtigen Zeit ist. Ob der Amtmann überhaupt zu der Zeit dort gelebt hat oder ob das eine Fälschung ist. Auch zu Kaiserreichszeiten sind Dokumente immer gefälscht worden. Ja, beste Beispiel hat man von Köpenick mit Heinz Riemann. Ja, da erlebt er das ja, die Umbruchszeit des Entstehens des Melderegisters. Das ist ja im Prinzip in dem Film thematisiert, 1908.
So, das heißt, wir müssten uns einen Amtmann generieren und dieser Amtmann müsste mit Siegelrechten ausgestattet werden. Die Siegelrechtewahl müssten wir mit allen denen machen, zu dem Zeitpunkt, wo die Staatsfragmente gelöscht worden sind. Löschung der Staatsfragmente ist passiert am 17.07.1990 mit Wirkung 18.07.1990, 0 Uhr. Da hat man das Staatsfragment DDR und BRD gelöscht und das Gleiche nochmal im Handelsrecht neu angelegt, sodass also keiner merkt, der am 18.07. die Bundesrepublik anschreibt, dass die gar nicht mehr da ist. So, und dann hat man zwei Tote im Prinzip heiraten lassen. Also die Handelskonstrukte sind ja nur Papierscheine, hat man zur Wiedervereinigung zusammengeführt und hat uns dann erklärt, dass der Staat vereinigt wurde. Der Staat war auch nie geteilt, weil den Staat hat ja keiner angefasst. Das Kaiserreich ist immer noch in den Grenzen vom 27.10.1918 definiert. Und da gehören die Ostgebiete dazu. Jetzt frage ich mich, bei welcher Bundestagswahl wurden denn die Ostgebiete eingeladen zur Wahl? Wann haben die denn ihre Wahlbenachrichtigung gekriegt? Ich habe noch kein Ergebnis einer Bundestagswahl gesehen, wo die Wahlergebnisse aus den Ostgebieten, also ob die Frau Merkel gewählt haben. Es ist nichts bekannt. Aber anscheinend ist die Wahl gültig. Im Grundgesetz steht aber drin, dass alle, die in den Grenzen vom 31.12.1937 Aufnahme gefunden haben, also demzufolge auch in den Ostgebieten, Deutsche sind. Und wenn die nicht mit wählen können, sind die Wahlen ungültig. Dann müssen wir nochmal eine Verfassungsklage machen. Und die machen wir, wenn sie uns noch ein bisschen ärgern beim Bundeswahlleiter. Dann haben die nämlich ein Riesenproblem, weil es zu keiner Wahl davor die Ostgebiete ausgezählt worden sind. Und die könnten ja sagen, nee, die Merkel, die gefällt uns nicht, wollen wir nicht. Dann würde alles auf den Rücken fallen. Das Wahlergebnis wäre völlig anders, weil die Polen sind ganz anders drauf. Die wollen überhaupt niemanden migrieren. Die haben kein Interesse an Migration. Weil die müssen ja vor allen Schaden aufkommen, der dem Kaiserreich zugefügt worden ist. Aber ein Riesenproblem. Gut, aber für uns ist es kein Problem. Wir müssen uns im Prinzip angucken. Gibt es 11 Leute, die eine Wahlkommission gründen würden? Dann müssen sie sich einfach mal zusammenhocken und sagen, okay, wir treffen uns jetzt an jedem Wochenende, sagen wir mal, im Umkreis von 20-30 Kilometer in irgendeiner Gartenkneipe, Sportlerheim, zu Hause, in irgendeiner Firma, wo noch Versammlungsräume sind, egal wo. Aber regelmäßig und prüfen sozusagen Unterlagen. Und die Wahlkommission kennt im Prinzip jetzt schon mit dem Bundesstaatenlogo und dem Ring Notstandsrecht 1913-14 sich Siegel machen lassen und damit auch arbeiten. Aber eben erstmal nur Wahlunterlagen erstellen. So, und damit das ordentlich läuft, wollen wir dann ab Mitte Juli Schulungen für diese Leiter der Wahlkommissionen machen. Die Schulungen werden in der Nähe vom Hof passieren. Dort haben wir ziemlich zentral die Möglichkeit, 100 Leute oder 200 oder 300 Leute zu schulen mit einem Mal, weil man sonst einfach nicht durchkommt. Man muss ja überlegen, es gibt 299 Wahlkreise und selbst wenn wir nur die Leiter der Wahlkommission schulen, haben wir immer noch 299 Leute da sitzen. Die haben vielleicht auch eine Frau mit und haben vielleicht noch Kinder mit. Also passt Gartenheim nicht. Deswegen haben wir eben auch ein bisschen einen größeren Rahmen im Visier, der wo noch ein kleiner Rahmen dran ist, wo man die Kinder sozusagen ein bisschen betreuen kann. So, das wollen wir fertig haben bis zu dem Zeitpunkt. Ich denke mal, dass wir das, wenn wir uns noch ein bisschen anstrengen, auch schaffen. Wir haben jetzt also noch mal ein paar Aktionen gemacht, um die Decke noch ein bisschen schick zu machen, dass also noch kein Putz runterrieselt, weil es schon ein bisschen älteres Gebäude ist. Aber ich denke mal, das schaffen wir bis dahin. Und dann hätten wir einen Rahmen, wo wir schulen können. Und dann wollen wir natürlich dort in einem Rahmen die Schulung auf Video aufzeichnen, sodass also die dort nicht mit hinfahren können, das also auch noch sich ein Video angucken kann, dann kann man auch zu dem Zeitpunkt noch DVDs bestellen. Wir wollen also bis dahin einige DVDs brennen, wo die ganzen Gesetze aus dem Kaiserreich drauf sind, mit Originalscans, ganzen Friedensverträge, die mal geschlossen worden sind, Vertrag von Kalisch, von Taurocken und so weiter, dass man uns alles nachlesen kann. Und natürlich noch eine Datenbank über die bereits gefundenen Siegel, sodass also die Wahlkommission, wenn sie eben mal ein Gebiet gesehen und abgegrenzt hat, jedes Mal von Null anfangen muss. So, ne? So, die Einträge werden wir dann mit OpenStreetMap im Prinzip einbrauchen. Man kann ja bei OpenStreetMap noch ein Layer drauflegen und kann also dort die Siegelgebiete noch nachzeichnen. Ansonsten wäre auch Google Maps möglich, also irgendein Kartografiesystem, wo man also die Siegelgrenze einzeichnet. Und dann müssten wir zu der Wahlkommission noch eine Kartei anlegen für diejenigen, die dort ihr Geburtsrecht haben. So, man muss ja wissen, wenn jemand zum Beispiel in Bayern geboren ist und später aber, meinetwegen, nach Sachsen umgezogen ist, dann wäre der
weil er sein Geburtsrecht in Bayern hat, ein Bayer, obwohl er in Sachsen wählt. Er könnte aber in Sachsen nicht wählen, ohne dass Bayern im Prinzip der Umgemeindung zustimmt. Ja, das würde bedeuten, an seinem Geburtsort müsste die Wahlkommission in Bayern ein Strafvermerk machen, dass er dort nicht mehr wählen kann. Und Sachsen müsste dem im Prinzip einen Heimatschein ausführen für Wahlzwecke, dass er in Sachsen dann wählt, weil er auch dort lebt und noch leben will. Ja, es muss also zwingend die Wahlkommission alle Sperrvermerke behandeln. Das heißt, er kriegt dann auf seinen Heimatschein ein Sperrvermerk drauf, wo drauf steht, wahlberechtigt nur in Sachsen. So, wenn er irgendwo anders mit dem Ding wählen gehen, würde er sozusagen keinen Stimmzettel kriegen. Ja, wird also direkt auf den Heimatschein. Und am Tage der Wahl, spätestens am Tage der Wahl, werden alle Heimatscheine mit einem Wahlsiegel ausgetauscht gegen echte. Und zwar mit der Begründung, dass die Bundesrepublik immer gesagt hat, am Wahltag hat jeder die effektive Bundesstaatsangehörigkeit. Mit der Maßgabe, dass an diesem Tag nie eine Meldebehörde auf hat, um auch einen ordentlichen Pass auszustellen. Das ist die miese Nummer, die verläuft. Also am Tag der Wahl hast du von 8 bis 18 Uhr die effektive Bundesstaatsangehörigkeit. Die nehmen sie dir weg, sobald die Wahllokale schließen, damit du eben nicht deine Bürgerrechte einfordern kannst. Und wenn wir an diesem Tag die Wahlunterlagen gegen die echten Heimatscheine tauschen, müsste der Bundeswahlleiter im Prinzip, wenn er dagegen vorgeht, seine ganzen Wahlen auch einpacken. Denn wenn wir sie nicht haben, hat er sie ohne. Eine ganz einfache, logische Sache. Ja, wenn jeder Bundesbürger am Wahltag die korrekte Bundesstaatsangehörigkeit hat, dann nur dann kann man ja im Prinzip jemanden wählen, der die Befugnisse hätte, über diesen Bundesstaat zu regieren. Geht ja nicht anders. Ne? Effektive Bundesstaatsangehörigkeit ist, der Verwaltungsakt der Einbürgerung hat nicht stattgefunden, man erhält für den Tag die Rechtsstellung und dann wird die Wahl ausgezählt und dann wird aus dieser Wahl im Prinzip das Parteikonstrukt Bund gebildet. Jetzt macht man die miese Nummer, dass man einem jetzt Migranten auch dieses Recht zugesteht, indem man dem auch eine effektive Bundesstaatsangehörigkeit vom Wahltag gibt. Und wenn man genug Migranten hier reinholt, man natürlich das Stimmungsbild komplett ändern könnte. Also zum Beispiel eine islamische Partei im Bundestag wählt. Und die würde natürlich dann irgendwann alleine durch die Populationsentwicklung dazu führen, dass wir dann irgendwann alle uns mit einer Burka anfreunden können. Und dann uns fragen können, ob man eigentlich die richtige Frau zu Hause hat, weil man sieht ja nur die Sehschlitze. Ja, also das ist eine Vorstellung, mit der wir als Deutscher überhaupt nicht leben könnten. Aber das ist das, was wir für uns vorgesehen haben. Sie wollen einen Bevölkerungsaustausch machen, weil die Deutschen immer keine Kinder machen. Und die machen keine Kinder, weil man eben so schon zu tun hat, mit dem Leben über die Runden zu kommen, bei den niedrigen Einkommen bzw. den hohen Abgaben, die wir haben. Ja? Manche haben ausgerechnet, man hätte bis zu 83% Abgaben, die in irgendwelchen kleinen Sachen versteckt sind. Und wie es auch vorhin schon angesprochen worden sind, wie kann es denn sein, dass die Butterpreise innerhalb von einer Woche explodieren? Wir sind jetzt bei der billigsten Buttersorte bei 1,49 €. Ich kann mich noch erinnern, vorher Jahr habe ich die Butter noch für 89 Cent gekauft. Das ist vorbei, die Zeit. So, und das ist noch kein Ende abzusehen, denn haben wir dann wirklich mal eine galoppierende Inflation, die haben wir jetzt schon mit mindestens 17% bei den Grundnahrungsmitteln, dann wird es irgendwann für deine bunten Zettel nichts mehr geben im Laden. Und dann haben wir genau das Chaos, aus dem dass die NWO eine neue Ordnung, eine neue satanische Ordnung stricken will, dass jeder im Prinzip nach der EU schreit oder nach den NWO-Größen, ja, stellt lieber das System wieder so her, die alte Bundesrepublik, wie es war, und wir unterschreiben alles und wir tun an unserer Seele an wen auch immer weiter verkaufen. Das ist dann die absolute Sklaverei, wo dann die Menschen wie Vieh gechippt werden. Und wenn ihr das alle so wollt, dass das so kommt, müsst ihr euch einfach nur auf die Couch hocken und einfach abwarten, was passiert. Dann wird es genauso eintreten. Und wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr euch eben bewegen. Und wenn nur jeder von den 17 Millionen oder 13 Millionen, die mit dem System nicht zufrieden sind, nur 1 Euro geben würde, damit wir einen Rundfunksender auf den Weg bringen, wo wir mit ordentlichen Moderatoren im Prinzip den Leuten erstmal die Rechtslage der Bundesstaatenangehörigkeit und auch der Bodenrechte erklären könnten, dann würde das ja jeder begreifen und dann würden wir keine Wahlergebnisse kriegen, die überhaupt mit der Öffentlichkeitswarnung nicht übereinstimmen. Die Bild hat zum Beispiel heute eine Umfrage gemacht, wie denn nun die Bundestagswahl ausgehen könnte. Und nachdem das Klickduell, was sie da aufgebaut hatten, angezeigt hat, dass AfD die absolute Mehrheit hat, haben sie das Ding einfach mal ganz schnell eingeäschert. So, also weißt du doch,
Wenn die Wahl wirklich stattgefunden hätte und die AfD nicht mal die 5% oder übersteigt, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Obwohl ich kein Befürworter der AfD bin, weil die AfD in Erfurt auch beim Wahlbetrug mitgemacht hat. So, jetzt wäre im Prinzip die Siegelwahl gelaufen. Jeder hätte seinen Heimatschein hoch, einen ordentlich gesiegelten Heimatschein. Und jetzt müssten wir uns im Prinzip einen Verweser wählen, der für den Bundesstaat erstmal das Kriegsende erklärt. Ne? Also Sachsen müsste das für Sachsen machen, Preußen für Preußen. Es gibt ja im Prinzip die Verfügung und die Form der Auflassung vom 18. Mai 1918. Und da steht ja drin, dass der König von Preußen, er macht ja die Außenvertretung nach außen, das Kriegsende erklären müsste. So, und da müsste der Einbürgerung von Preußen müssten die anderen Bundesstaaten zustimmen. Das heißt, es kann nicht nur einen König geben, sondern es muss 26 geben. Jeder einzelne Bundesstaat muss mit einem König vertreten sein. Und die alle müssen der Einbürgerung zustimmen. Im Prinzip müssen wir 26 Verweser wählen, inklusive Elsass-Lothringen und Ostgebiete. Und möglicherweise müssten noch Verweser gewählt werden in den ganzen preußischen Provinzen, die bei den Kriegen mit Napoleon entstanden sind. Und dazu wäre die Hauptstadt Erfurt. Also Erfurt ist die Hauptstadt aller preußischen Exklaven. Ja? Also die kleinen Gebiete, die noch über Thüringen verstreut sind, weil Thüringen gab es auf der Landkarte von 1918 überhaupt nicht. Das hieß entweder Reuß, ältere, jüngere Linie oder Sachsen-Meiningen, was auch immer. Thüringen an sich ist nicht da. So, das sind die Schwierigkeiten. So, wenn wir das machen, müssen wir uns natürlich auch eins überlegen. Bei der Siegelrechtewahl haben wir den Rechtsstand vom Tag des Verfassungsnotstands. Das heißt, wir müssten die Wahlprozedere so ausrichten, dass alle die wahlberechtigt sind, die am 17.07.1900 oder am 18.07.1990 hätten wählen dürfen. Ja, also die mindestens 18 Jahre alt sind, männlich oder weiblich wäre in dem Fall egal, aber die müssten gemeldet sein und nicht bloß einen Aufenthaltstitel haben, weil auch in der DDR durften die ausländischen Hilfskräfte nicht mit wählen. Die waren nicht wahlberechtigt. Nur bloß habe ich gewesen, wie das war, ob die Gastarbeiter wahlberechtigt sind, muss man rauskriegen. So, auf jeden Fall wurde in den Grenzen der alten Bundesrepublik und der alten DDR getrennt gewählt und ausgezählt mit 4 Tonnen. Die erste Tonne wären die Rustag-Deutschen, die männlich sind und über 26 Jahre. Das sind die, die auch später zur Verweserwahl herangezogen werden könnten. Aber man muss ja auch wissen, wie die abstimmen. Die zweite Tonne wären die russische Staatsangehörigkeit haben, aber das Kriterium für die Einstellung im öffentlichen Dienst nicht erfüllen. Weil im Kaiserreich gab es nur männliche Beamte über 26, die im Staatsdienst Entscheidungsträger waren. Es gab natürlich auch Frauen in den Gemeindeämtern, die auch Rechte übertragen gekriegt haben, aber der Amtmann selber war immer ein Mann über 26 Jahre. Das war das Verständnis des Kaiserreichs. Können wir nicht ändern, weil wir müssten erstmal einen Amtmann wählen, bzw. einen Verweser wählen, der könnte dann das Wahlgesetz ändern, bis auf Bayern. Bayern wäre es egal. In Bayern können auch die Frauen mit wählen, weil die Bayern hatten sich Sonderrechte ausgebeten und die haben das Frauenwahlrecht gehabt, schon zu damaliger Zeit. Dort würde es funktionieren. Deswegen ist eben die Frage, ob wir nämlich in unser Wahlkommissionsstatut noch aufnehmen, dass wir also bei den Entscheidungsträgern im Schiedsgericht, also Vorsitzenden, Erster und Zweiter Stellvertreter, eben das vorrangig erstmal mit Männern besetzen. Ich weiß nicht, ob das bei uns ein Fall ist, wo es so ist. Die Beisitzer sollten natürlich Frauen sein, weil die haben eine beratende Stimme, da wäre es kein Problem. Aber um eine vollständige Sitzung zustande zu kriegen, könnte es an der Stelle Probleme geben. Hat mir jemand gesagt, den ich vor kurzem getroffen habe, das ist kein Mitglied, aber da sagt er, passt mal auf, da gibt es Stolpersteine. Also wenn du im staatlichen Recht seid, musst du das dann schon machen. Aber gut, ich denke mal, das kriegen wir hin. Jetzt wäre die Frage, was haben wir noch für Tonnen? Wir haben dann noch die Tonne, die nach DDR-Recht und BRD-Recht eine Wahlrecht gekriegt haben, aber nach dem Rüstag nicht Deutsche sind. Das sind zum Beispiel die Vertriebene sind. Also die zum Beispiel aus Österreich-Ungarn nach Deutschland vertrieben wurden, aber in der DDR oder BRD gemeldet haben. Die werden in der dritten Tonne und in der vierten werden alle die ja, eben sich, sagen wir mal, nicht illegal hier aufhalten, aber in keiner der anderen drei Kategorien. Und die Illegalen, die müssten eigentlich sowieso ausgewiesen werden, die interessieren uns bei der Wahl nicht. So, das wären die 4 Tonnen und die werden auch dann bei der Verweserwahl die gleichen. Bei der Verweserwahl wird aber dann nur noch die erste Tonne maßgeblich dafür für den Verweser bzw. vom Amtmann und dem Siegelgebiet. So, und jetzt muss man sich überlegen, das Rückwärtsterminieren, wann müssen wir denn mit was fertig sein? Der Verweser müsste mindestens 14 Tage vor der Verfristung
den ersten Wahlgang abgeschlossen haben. Und zwar mit folgender Begründung: eine Wahlanfechtung müsste ja innerhalb von 14 Tagen nochmal nachgewählt werden. Das heißt, du machst fast 3 Wochen Vorlauf vorm 27.10.1918. Also kannst du die Verweserwahl musst du spätestens am 8. Oktober laufen lassen. Von dort zurückgerechnet müsstest du ungefähr noch 3 Wochen davor allerspätestens die siegerechte Wahl, den zweiten Wahlgang, abgeschlossen haben. Das heißt, wenn man das ausrechnet, wäre das zweite Septemberwoche müsste die siegerechte Wahl abgeschlossen sein. Weil auch dort müsstest du einen zweiten Wahlgang machen, wenn eine Wahlanfechtung kommt. So, das heißt, wenn du im September die siegerechte Wahl machen willst, müsstest du Mitte August alle Siegel haben, alle Wahlunterlagen, müsst die Kandidaten vorstellen. Und damit das läuft, müsstest du Mitte Juli deine Schulung für die Wahlkommission machen. Weil du wirst nicht in der ersten Runde alle schulen können. Das geht einfach nicht. Ja, du kannst also, müsst wahrscheinlich 2-3 Wochenenden dafür vorsehen. Und dann müssen die Leiter der Wahlkommission nochmal in ihrem Land nochmal eine Nachschulung machen mit denen, die dort an der Wahlhandlung beteiligt sind. Also, wie ist das Rustag zu lesen? Welche Spezialfälle gibt es zur Anerkennung vom Rustag? Da ist der Wissenschaftler sich, da werden wir uns irgend so einen Ablaufgrad machen. Also, wenn der, was weiß ich, aus Österreich-Ungarn, der Vater und das die Mutter und wann gilt das nicht und so weiter, sodass eine klare Entscheidung möglich ist. So. Und dann müssen wir uns irgendeine Wahlzettel überlegen, wie die ausgesehen haben und dann grobe Muster drucken. Können wir ja als PDF machen zum Runterladen. Und dann muss man sich überlegen, dass ja in der Zeit, wo die Wahlleiter geschult werden müssen, die Leute auch mal ihre Unterlagen einreichen müssen. Man muss sich überlegen, ja, wie viele Leute sind es denn? Ja? Wenn wir 299 Wahlkreise haben in der Bundesrepublik und jeder Wahlkreis durchaus nochmal Wahllokale hat, jedes Wahllokal auch nochmal bis zu 1000 Leute. Wenn die 1000 Leute alle kommen und wollen ihre Wahlunterlagen geprüft haben, da werden wir sehr viele Wahlkommissionen, sehr viele Helfer brauchen. Das müssen wir alle stemmen. Das können wir aber nur aus unseren Kreisen machen. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass wir mit dieser Medienarbeit und dem Kaiserrundfunk vorankommen, damit wir viele Leute aufwecken und sich viele Leute an diesen Wahlkommissionen beteiligen. Also mindestens in jedem Ort, den es gibt, im Dorfkrug. Ja, und das dann nicht der SPD-Bürgermeister Rambazamba macht, wenn die im Dorfkrug sich versammeln zu der Wahl. Das ist eine Herausforderung, die schon ein bisschen Bewegung erfordert. Deswegen kann ich noch alle aufrufen, beteiligt euch dran, macht Angebote. Ich würde gerne bei der Wahlkommission mitmachen. Ich sitze dort und dort und kann auch jedes Wochenende dort, wenn das erforderlich ist, Sonntag oder auch Sonntag oder an Betentagen dort mitmachen. So, und das wollen wir dann Mitte Juli anfangen, diese Schulung. Und wird wahrscheinlich an zwei Wochenenden passieren. Also eine erste Schulungsrunde und dann nochmal eine zweite. Und wir werden dann den Leuten, die dort an den Kursen teilnehmen, ein irgendein Zertifikat geben, sodass wir ein bisschen Überblick haben, wer hat welchen Wissensstand. Ja. Und zur Vorbereitung eben dieser Wahlkommission wollen wir eben auch ein paar Videos aufnehmen und erstmal die Basics. Was ist denn mit dem Kaiserreich los? Wo sind denn welche Abhängigkeiten? Das ist schon verstanden worden. Wenn die Leute sich im Vorfeld schon mal die Videos angucken können, sich gut vorbereiten können. Und dazu haben wir eben in Bad Hersfeld eben so einen Wissensabgleich gemacht. Und das hat eben nur letztes Wochenende nicht funktioniert, das Video nur gleich am gleichen Tag zu machen. Deswegen haben wir es eben hier nochmal nachgeholt. Ich hoffe mal, ihr habt zu Hause ein bisschen mitgeschrieben. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die immer bei kaiserrundfunk.com in der Live-Sendung mit stellen. Wir werden dann alle 14 Tage eine Live-Sendung machen. Die letzte war am Sonntag und die nächste wird dann sein am 2. Juli. Und dann jeweils immer 14 Tage versetzt. Wenn mal irgendein Feiertag reinfällt oder so, kann das sich mal ein bisschen verschieben. Aber das ist der Regelfall, den wir einhalten wollen. YouTube ist momentan die einzige Plattform, die wir mit vertretbarem Aufwand bedienen können. Langfristig soll natürlich der Kaiserrundfunk auf Astra bzw. Eutelsat stattfinden. Und so ein Sendelink ist innerhalb von wenigen Stunden möglich. Und es gibt genug Betreiber, die innerhalb von ein paar Stunden einen Satellitenlink schalten können. Wo man also auch eine echte Live-Sendung, wie man es halt im Rundfunk hat, machen kann. So, ich wünsche euch dann viel Erfolg
dass ihr euch als Wahlkommission findet und wir hoffen auf eine große Beteiligung. Ihr wisst ja, was das für eine Riesenaufgabe ist. Und ich kann das nicht alleine machen. Ich kann das immer nur in meinem Umfeld alleine machen, kann zeigen, wie es geht. Ihr müsstet euch dann hinsetzen und müsstet das nachbauen. Und dafür sind die Videos da. So, dann möchte ich mich verabschieden und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.